Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, wir haben ja die ganzen Ölprodukte jetzt hier in das Lager geleitet. Gummi ist ja schon vollgelaufen, wie man hier sieht. Plastik läuft noch voll. Da haben wir ja ein größeres Lager dafür angelegt. Und der Sprit dröbbelt hier vor sich hin. Aber das ist ja so gewollt. Und in dieser Folge gehen wir jetzt das erste Bauteil der Computer an. Nämlich die Platinen. Wie man jetzt rechts schon erkennen kann, sieht man genau, was ich hier eigentlich an Maschinen jetzt bauen möchte. Ist schon ein bisschen was. Wir haben dann einen Output von erstmal 60 Platinen pro Minute. Das reicht für den Anfang, weil ich einen Output der Computer von, was, ich weiß gar nicht mehr, was ich ausgerechnet habe, ich glaube von 10 ausgerechnet habe. Und wie mir gerade einfällt, ich habe meinen Beton vergessen. Wir müssen nochmal hochfahren. Shit. Dann holen wir uns den Beton hier hinten nochmal. So, wo waren der? Hier. 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 So, packen wir mal ordentlich ein. Ja, sollte eigentlich erstmal reichen. Die Förderbänder werde ich noch diese MK3 bauen, da wir die MK4, oder sind es eigentlich? Genau, die MK4 mit 480 pro Minute benötigen wir da erstmal nicht. Da reichen die kleineren, weil wir da nicht so wahnsinnig viele Items drüber jagen. Von daher, ja, reicht es erstmal vollkommen aus. So, nicht so weit vor. So, habe ich noch Platz in den Taschen? Ja, naja, naja. Müssen wir nämlich kurz die Kettensäge hier nochmal reinhalten. Von den Ausmaßen her wird es dann doch ein klein wenig größer. Zwar nicht riesig, wir haben schon Größeres gebaut. Aber ein bisschen Platz braucht man definitiv. Und dafür müssen wir halt noch ein bisschen, ja, Platz machen. Dieses Gestrüpp kann ja, wie gesagt, eh keiner brauchen. Von daher kann das ruhig weg. Und dann können wir jetzt direkt mit dem Bau loslegen. Das sollte ja reichen. So. Dann brauchen wir die Fundamente. Die habe ich hier. Die höchste Stelle ist wo? Na, fangen wir mal hier an. So. Ui, zu weit. Also wir brauchen auf jeden Fall 6 Maschinen, die für uns Draht herstellen. Das habe ich da doch Gestrüpp drin. Und 4 Maschinen, die dann die Platinen herstellen. Wo habe ich jetzt den letzten hingesetzt? Ach ja, je. Das kommt dabei raus, wenn man sich beeilen möchte. Man baut doppelt. So. Eine Reihe mache ich noch. Beton haben wir jetzt ja genug. Das machen wir noch schnell weg. So. Dann legen wir direkt los mit den Constructors. Wir brauchen jede Menge Draht. Insgesamt, ich hab's vergessen, ich glaube 240. Pro Minute. Und das erreichen wir dann mit 6 Constructors.
Wobei wir den letzten runtertakten auf 35%, glaube ich, war das. So. Alles mal auf Draht stellen. Ja. Warum ich das jetzt getan habe, weiß ich nicht. So, reinleiten tun wir es von hier. Und ich glaube fast, wir kommen eigentlich relativ zügig voran, so wie es aussieht. So, das haben wir hier auf der 8. Wir müssen halt noch die Materialien hier runterleiten. Das dauert auch noch ein bisschen, ich weiß. Aber da müssen wir durch. Dafür wird's toll. Ach, einen brauche ich noch. So, eine Wand. Dann setzen wir auch direkt die Stromversorgung, dann haben wir das auch erledigt. Die zwei noch. Dann machen wir eine Strom. Was zu teuer? Ich habe ernsthaft jetzt keinen Draht mehr dabei. Och nö. Nö. Das kann es doch jetzt nicht sein. Na, da habe ich auch nichts. Oh Gott. Kupfer habe ich auch kein Einstecken. Na super. Ich habe jetzt auch hier keine Werkstätten, wo ich Kupferbarren runterleite. Mist. Ui, ui, ui. Ja, müssen wir noch einen kurzen Abstecher ans Lager machen. Oder wir ruckeln uns hin, je nachdem. Ein bisschen verkeilt. Ich muss auf jeden Fall noch in das Lager dann so Basics einführen wie ja, Draht, Schrauben, was weiß ich, dass ich mir das dann direkt hier rausnehmen kann und jetzt nicht selbst craften muss ständig. Das ist dann doch ein bisschen mühselig, das dann ständig machen zu müssen, aber. Es wird, wir kommen voran. Das sollte auf jeden Fall reichen an Draht. So. Und dann fahren wir schnell zurück. Tja, so viel zum Thema. Wir sind ja ordentlich schnell vorangekommen. Zack, wurde mal wieder zurückgeworfen. Aber so ist halt das Leben, ne? Man steckt nicht drin. Die letzte Folge liegt jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück. Mir hat ein bisschen die Zeit gefehlt. Ich hoffe, das bessert sich jetzt auch wieder. Wir werden sehen. So. Dann lassen wir hier mal den Gummi reinlaufen für die Platinen. Da muss ich noch ein ganzes Stück nach hinten dann. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe das auf der 9 liegen. So. Setzen wir da mal ein paar. Können wir ja zum Glück wieder wegmachen. Dass wir ein durchgängiges Band haben.
Und da fällt mir auf, ich hätte eigentlich... Ja, wir müssen es doch mal wegmachen. Mist. Ich hätte ja zuerst die anderen Teile hier setzen müssen. Gut. Machen wir es doch so. Reicht das vom Abstand? Komme ich da noch dran? Ja. Dann bauen wir nämlich hier jetzt ein bisschen enger. In der Hoffnung, wir haben dann da vorne genug Platz, um die Kurve mit dem Band zu kriegen. Jetzt wird der Mast natürlich im Weg sein. Nee, ist er nicht. Gott, 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 Gott. Ja, das reicht. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz ich für die Maschinen brauche. Na gut, es sind ja dann nur 4. Das sollte eigentlich gehen. Das war's ja schon. So. Gut. Erweitern wir die Fundamente schnell noch. Und dann können wir direkt die großen Maschinen bauen. Oder na, die mittleren, sag ich mal. Hier so? Ja, ja, das ist... Muss ich halt nach hinten... Oh, Speicherfies. Muss ich nach hinten noch ein bisschen erweitern, aber... Ja, das macht ja nichts. So, lassen wir da ein bisschen Platz immer dazwischen. So, da kommt Draht und Ding an. Das heißt, wir brauchen einen Splitter hier dran und einen hier dran. Einen hier dran und einen hier. Sollte so funktionieren. Hoffe ich zumindest. Dadurch, dass wir halt jetzt ein bisschen mehr Platz gelassen haben, haben wir jetzt keine Probleme mit den Bändern zu ziehen. Das war ja in älteren Folgen der Fall, dass ich ja viel zu eng gebaut habe. Das hat ja dann doch nicht so toll funktioniert. Aber jetzt hier keine Probleme. Direkt erweitern. Jetzt wird es halt doch ein bisschen größer als gedacht, aber... Oh ja, mich stört es nicht. So, die alternativen Platinen. Ist eigentlich ein Spitzenrezept, gefällt mir. Und dann machen wir natürlich davon Gebrauch. Uiuiui, zu weit. So, das mit dem verbinden, du mit dem, du mit dem, du mit dem und du mit dem. Und das Teil verbinden wir mit dir, genau. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Und in das Lager gehen wir in diese Richtung raus. So. Das hier
das sollte passen. Glaube ich zumindest. Aber das sehen wir jetzt. Sieht gut aus. Die jetzt noch untereinander verbinden. So, dann haben wir hier wieder Platz für unser Zwischenlager. Optimal. Aber diesmal ist mir es egal, ob es gerade ist. Das stört mich jetzt nicht. Muss nicht immer perfekt sein. So. Reicht das Band von da nach... Ja, das reicht. Locker. Locker. Ja, und damit wäre eigentlich diese Produktionskette schon fertig. Jetzt müssen wir nur schauen, wo kommen wir mit den Waren an. Komme ich hier runter? Nein. Das machen wir nicht. Wir führen es also dann hier lang. Dann würde ich sagen, einmal so. Eins hier dazwischen. Dann gehst du hier runter. Und jetzt ist es zu teuer. Mist, ich habe kein Material mehr. Oh. Gut, dann bauen wir halt von oben nach unten runter. Soll mir auch recht sein. Ups. Kommt ja das gleiche bei raus. Ja, immer diese Speicherfreezes. Ah. Ui, ui, ui. So, dann schauen wir mal, wo wir sie haben. Die müssten ja dann hier sein. Nein. Hier sein. Also, ja. Jetzt. So, das reicht. So, wo haben wir den Gummi? Ich brauche ganz viele Gummis. Hier haben wir sie. So. Hier haben wir sie auf der 2 liegen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. 1, 2. Holen sie hier ab. Und gehen immer in diese Richtung hier. Gehen wir mal auf 5 hoch. Hier sind sie. Komme ich da schon dran? Ja. Gummi muss oben sein, weil wir die Kupferbarren unten haben. Die Kupferbarren habe ich ja hier schon mal rausgeleitet. Das können wir noch benutzen. Wo haben wir es denn? Wo habe ich denn die Gummis raus? Hier, genau. Das heißt... Nein, das ist es nicht. Das ist nicht mein Band. Das ist es nicht. Das... Da ist mein... Kupferband. So, die Gummis habe ich hier. Also muss ich hier dran. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich die Kupferbarren waren.
Sehr schön. Dann haben wir hier unsere Materialien, die wir brauchen. Und die können wir jetzt schön hier runterleiten. Dann haben wir es ja gleich geschafft. Ja, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Hier 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4. Gleich geht's los. Dann fließen die ersten Platinen vom Band. Jetzt müsste eigentlich schon der Draht anfangen. Tut er aber nicht, weil ich noch keinen Strom dran habe. Das ist natürlich schlecht. Wo kriege ich Strom her? Ne, von da will ich nicht. Wir können den hier anzapfen. Draht ist zu lang. So, das ist stehen geblieben, weil voll und Speicherfreeze und das ist voll. Jetzt setzen wir wieder hier davor einen. Kriege ich jetzt hier noch eine Wand dazwischen? Mal kurz schauen. Ja. Kriege ich die noch verbunden? Ja. So. Dann läuft der Draht hier gleich durch. Nein, tut er nicht. Scheiße. Da habe ich doch glatt was vergessen. Ach ja, ich habe gedacht, die Fabrik steht. Und dann habe ich hier eins der wichtigsten Parts vergessen. So, dann schauen wir uns das an. Hier läuft alles runter, da läuft's und da läuft's und da hinten läuft's. Das heißt, die Platinen sollten eigentlich jetzt auch laufen. Wenn es nicht so ruckeln würde teilweise. Hallo? Hallo? Hier laufen sie. Yes. Meine ersten Platinen. Ja, das dauert halt jetzt ein bisschen, bis es voll ist, ist klar. Ja, das bringt halt nichts. So. Wir könnten aber mal kurzzeitig die... Jetzt komme ich ja nicht hoch. Warte, ich schau mal, die Auslastung ist ja doch relativ hoch. Warum ist die Auslastung so hoch? Kriegt ihr alle wegtransportiert?
Der scheint zu sinken. Die habe ich auch zuletzt angeschlossen, glaube ich, ne? Na, schauen wir hier nochmal kurz. Habe ich mich da irgendwo verrechnet? So, das sind 90. Das sind 180. Das sind dann... was? 225. 225 sind 240. 240. Und das Band macht... 270. Eigentlich müsste das ohne Probleme. Ja gut, es wird hier weniger anscheinend. Weil es hier halt so voll aussieht, aber ja gut, die haben ja schon losproduziert, ohne dass ein Band da war. Das ist... Ah. Der ist jetzt also schon voll gelaufen, beziehungsweise hat keine Probleme mehr voll zu laufen. Das ist doch gut. Und dann geht es dann hier auch bergauf. Ja, dauert halt eine ganze Weile, aber... Der ist jetzt auch kurz davor, durchgehend arbeiten zu können. Schafft es noch nicht ganz, aber das wird. Ja, dann sollte das auf jeden Fall passen. Und unsere Platinen... Ja, die bin ja schon ordentlich produziert, also... Das läuft ohne Probleme. Gut, damit wäre die Folge jetzt auch wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und meine schöne kleine Fabrik für die Platinen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr neu da seid und keine weiteren Videos verpassen möchtet. Und es würde mich freuen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.